Okay, dann versuchen wir uns mal diese schöne Aufgabe 16 hier zur Schirmung anzuschauen. Also, wir haben eine einzelne metallische Wand und wir wollen da Schirmdämpfung berechnen nach Schirmungstheorie von Chelkunov, ein russischer Wissenschaftler, der dann irgendwann in die USA emigriert ist und ja, dazu Haufen so Half-Zeug geforscht hat. Gibt leider relativ wenig Fotos von dem. So, und die Wand oder dieser metallische Schirm soll erstmal aus Aluminium sein. Aluminium hat diese Leitfähigkeit hier, was so ungefähr 60% von der Leitfähigkeit von Kupfer sind. Und die Dicke sind 15 Mikrometer und das ist leider schon dahinter gespoilert, was das ist. Das ist Aluminiumfolie. Ja, und Aluminiumfolie nimmt man auch tatsächlich ab und zu mal ganz gern in EMV-Laboren. In jedem EMV-Labor wird man irgendwo in einer Kiste im Schrank Aluminiumfolie finden, weil man damit immer mal schnell irgendwo hier und da was abschirmen kann. So, und jetzt soll man hier so verschiedene Fälle betrachten und wir können uns ja nun mal den ersten durchlesen, also wie groß ist die Schirmdämpfung. Und wir können gleich nochmal in die Folien reinschauen, wie sich die zusammensetzt, also Reflexion, Absorption und dann gibt es noch so einen Term für Mehrfachreflexion innerhalb des Metalls. Wenn wir im Fernfeld einer weit entfernten Quelle sind, bei einer Frequenz von 100 MHz, hatten wir auch schon ein paar Mal, das wäre hier so ein UKW-Radiosender. Ja. So, und bevor wir das jetzt rechnen, oder jetzt natürlich die Frage, wie rechnet man das, ist es vielleicht eine ganz schlaue Idee, hier nochmal so ein bisschen in Schirmdämpfungstheorie reinzuschauen. Dafür hatte ich hier schon mal den Foliensatz aufgemacht und klicke mal hier auf Schirmung gegen elektromagnetische Felder. Und weiß nicht, gehe mal hier auch vielleicht einmal kurz in den Vollbildmodus und Seitengröße. Und wenn ich hier das noch irgendwie kriege, wie kriege ich das hier weg? So sieht das doch ganz gut aus. So, und tja, also, was ist Schirmdämpfung? Die Idee ist, wir messen eine Leistungsflussdichte und zwar einmal die, die auf den Schirm auftrifft und einmal die, die sozusagen weiterläuft oder einmal Leistungsflussdichte mit Schirm und ohne Schirm, wenn man so will. Nehmen das Verhältnis von den beiden, 10er Logarithmus mal 10, kommt eine Schirmdämpfung raus und die ist dann in dB skaliert. Ja, und jetzt kann man sich überlegen, dadurch, dass die auftreffende Welle ja deutlich größer sein sollte als die weiterlaufende Welle, ne, oder das Feld ohne Schirm sollte viel, viel, viel größer sein als das Feld mit Schirm, kommt hier was Positives raus in dB. Ja, weil ja dieser Faktor größer ist als 1. Klingt soweit logisch? Ich dachte, weiterlaufend wäre ohne die Schirmung. Genau, also ist weiterlaufend. Nee, 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 weiter, ja, also weiterlaufend ist am selben Messpunkt nach Anbringen des Schirms. Ja, also, ja, ist so ein bisschen, ja, ist vielleicht, also ich, keine Ahnung, man könnte vielleicht eher sagen mit Schirm, ohne Schirm. Ja, letztendlich ist es ja eine reine Definitionssache. Ich meine, wenn man sagt, also, ja, das soll eine Schirmdämpfung sein. Und die ist dann eben positiv in dB. So, und wenn man kann das Ganze natürlich auch für Felder machen, weil ich meine, am Ende wird man das nicht vernünftig messen können, sondern man wird Feldstärken messen mit entsprechenden Antennen dafür. Und wenn ich das jetzt mit Feldstärken schreibe, weil die Feldstärke zum Quadrat ja proportional ist zu der Leistungsflussdichte und ich das Quadrat nach vorne schreiben kann, kommt hier ein Faktor 20 raus. So, und dann kann man so sagen, na, 0 bis 20 dB ist praktisch keine Schirmung, ne? 20 bis 30 dB, okay, das kann man vielleicht irgendwie so ansatzweise Schirmung nennen. 30 bis 40 dB ist so das, was irgendwie gut ist, womit man so normale EMV-Probleme schon ganz gut lösen wird. Und also, ja, was man auch eben jetzt mit so einem Stück Alufolie irgendwie vielleicht hinbekommt. Ja, so. Bis 90 dB ist schon super gut. Alles, was da drüber ist, ist irgendwie exorbitant gut. Und das ist dann auch schon mal gar nicht so einfach zu messen oder nachzuweisen. Ja, und wenn man mal so dieses 90 dB jetzt hier so als Referenz nimmt, ja, wenn man jetzt wieder 90 dB zurückrechnet als Faktor für Leistung, was heißt das im Grunde? Bezogen auf dieses mit Schirm, ohne Schirm. Hunderttausend Mal, es müsste also eine 10 mit 9 Nullen hinten dran, das ist eine Milliarde. Ja, also weil wir, wenn wir auf Leistung, ne, wenn wir das auf Leistung beziehen, ist 90 dB eben 10 hoch 9.
So, und 10 hoch 9 heißt, ja, also wenn wir irgendwie wenn man jetzt auf dieses Leistungslustige geht, wenn wir 1 Watt pro Quadratmeter auftreffend haben, dann haben wir nur 1 Nanowatt pro Quadratmeter, der irgendwie durchgeht. Das klingt jetzt, das finde ich, klingt immer gar nicht so beeindruckend. Beeindruckender klingt es, wenn man das in die andere Richtung macht, ja. Wenn man eben sagt, okay, wir haben, also wenn 1 Watt pro Quadratmeter durchkommen soll, noch bei 90 dB Schirmdämpfung, dann müssen wir 1 Gigawatt draußen drauf strahlen. Ja, okay, da muss man erstmal einen Schirm haben, der das aushält, und man muss erstmal irgendwie diese Fett. Aber das ist immer dann schon ganz beeindruckend, wenn man sagt, okay, also ne, um 1 Gigawatt jetzt als Leistung zu erzeugen, brauche ich so ein Atomkraftwerk. Ja? Also ich habe irgendwie ein Atomkraftwerk zu stehen, das macht mir eine Leistung, die schicke ich jetzt auf meinen Schirm, und das, was durch den Schirm durchkommt, ist die Leistung von einer kleinen Batterie, also ja, irgendwie 1 Watt. Also 90 dB ist schon ganz ordentlich als Schirmdämpfung. Das, wie gesagt, das muss man mal so im Hinterkopf behalten. So, und wie funktioniert das jetzt mit dieser Shelkunov-Theorie? Also wir haben unsere metallische Wand. Ja, hier außen ist Luft, hier innen ist auch wieder Luft. Und jetzt kommt da eine so eine Welle an, die haben wir jetzt mal auf eine Amplitude von 1 normiert. So, und jetzt trifft die eben auf diese Wand. Und was passiert? Ein Teil dieser Welle, und wir hoffen mal, der größte Teil, der wird einfach direkt wieder zurückreflektiert. Multipliziert mit einem Reflexionsfaktor, der im Normalfall auch komplexwertig sein wird, deswegen kriegt er einen Strich drunter. Und der hat hier als Index AM zu stehen, das A steht für Luft, das M steht für Metall. Also wir haben einen Reflexionsfaktor an dieser Grenzfläche von Luft zu Metall ermitteln. So, und dann gibt es einen Transmissionsfaktor. Also ein Teil der Welle wird auch hier in den Schirm reingehen. Idealerweise ein kleiner Teil nur dieser Welle, ja, auch an dieser Grenzfläche von Luft zu Metall. So, und die beiden zusammen, also die einfallende Welle und die gestreute oder zurückreflektierte Welle, die ergeben zusammen natürlich die transmittierte Welle. Das ist genau diese Randbedingung, die wir vorher besprochen haben. Ja, und im Normalfall wird eben diese reflektierte Welle natürlich also dieser Reflexionsfaktor wird negativ sein, sodass hier sowas steht wie 1 plus minus 0,99999, ja, sodass diese transmittierte Welle eben sehr klein ist, praktisch nahe 0, und dieser Reflexionsfaktor praktisch fast minus 1 ist. So, und dann läuft die Welle hier durch den Schirm durch. Erfährt eine Dämpfung, erfährt eine Propagation, erfährt sozusagen auch eine Phasenänderung, und diese Propagationskonstante, die nennen wir Gamma, und die Dicke des Schirmes, die Distanz, die Welle hier drinnen zurückläuft, die nennen wir klein t. So, und dann gibt es hier hinten wieder eine Grenzfläche, also hier passiert wieder genau das Gleiche. Es gibt wieder eine Transmission, es gibt wieder eine Reflexion. Und dieser Term wird jetzt einfach immer länger, ja, weil hier hatten wir jetzt eben einmal eine Transmission von Luft zu Metall, eine Transmission von Metall zu Luft und eine Propagation im Schirm. So, und dann läuft hier wieder so eine Welle zurück, multipliziert wieder mit einem Reflexionsfaktor. Und dann wird die wieder propagiert und hier hinten wieder reflektiert und transmittiert, und dann geht das so hin und her, ja. Und letztendlich müssen wir jetzt hier hinten diese ganzen Anteile aufsummieren. Und dann sieht man schon, das läuft natürlich auf so eine Art geometrischer Reihe raus. Ja, also wir haben immer Transmission, Transmission, und dann haben wir eben Reflexionsfaktoren, die mit einer Zweierpotenz da hochgehen. Und wir haben eben Propagationen, wo immer 1, 3, 5, 7 und so als Koeffizienten da oben drin auftauchen. So, und die ganzen Größen haben wir gerade schon diskutiert. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kann man diese Reflexionsfaktoren ausrechnen? Ihr hattet mal Leitungstheorie oder sowas? HF auch. Ja, also wenn man Hochfrequenztechnik und ein bisschen Leitungstheorie, dann kennt man das. Das ist so der klassische Term für einen Reflexionsfaktor, der kommt im Prinzip aus dieser Randbedingungsbetrachtung raus. Wenn man sich mal wirklich Felder links und rechts von dem Schirm oder außen und innen hinschreibt. Genau, das ist einfach die
genau, die Randbedingungen dieser Differentialgleichung, die man da dann löst. So, und ich meine, was steht hier im Prinzip schon drin? Also Differenz der Wellenimpedanzen geteilt durch die Summe. Wenn die Wellenimpedanzen ungefähr gleich sind, ja, dann ist die Differenz sehr klein, die Summe trotzdem irgendwie groß, dann wird dieser Reflexionsfaktor eben klein. Und wenn die Wellenimpedanzen sehr unterschiedlich sind, dann kommt da eben einmal plus 1 raus, dann geht das einmal gegen plus 1 und einmal gegen minus 1, je nachdem, ob jetzt meine Wellenimpedanz im Metall viel kleiner ist als die von Luft oder eben andersrum. So, und jetzt kann man das schon mal spoilern an der Stelle, die Wellenimpedanz im Metall ist typischerweise sehr klein, so ein paar Milliohm, vielleicht sogar Mikroohm, und die in Luft ist eben im Normalfall relativ groß. Also ne, Freiraumwellenimpedanz hatten wir auch schon ein paar Mal, 377 Ohm. Und dann habe ich da im Normalfall schon mal eine relativ gute Reflexion. So, und an der zweiten Grenzfläche ist das Prinzip genau andersrum. Hier kann man sich jetzt so ein bisschen, und das ist was, tja, also da muss man meines Erachtens nochmal drüber nachdenken. Ich habe da auch schon mal mit ein paar Kollegen drüber diskutiert. Ich kann mich aber nicht mehr so richtig an das Ende unserer Diskussion erinnern. Also weil der Punkt ist jetzt, ne, wenn ich hier mit einem Fernfeld ankomme, okay, dann kann man vielleicht irgendwie sagen, dann kommt hier am Ende auch wieder ein Fernfeld bei raus. Ne? Wenn ich jetzt aber hier mit einem Niederimpedanzfeld ankomme oder mit einem Hochimpedanzfeld, warum merkt sich der Schirm dieses Feld? Also ne, wenn ich diese Bedingung hier aufstelle, dass auf der zweiten Grenzfläche ich einfach das Umgedrehte habe, dann ich komme mit einem Niederimpedanzfeld an, heißt das ja auch, ich gehe wieder mit einem Niederimpedanzfeld aus meinem Schirm raus oder mit einem Hochimpedanzfeld. Also da muss man, glaube ich, auf jeden Fall nochmal drüber nachdenken, ob und warum das tatsächlich so ist. Also vielleicht ist das auch nur eine Modellannahme hier, die das Rechnen einfacher macht. Ja? Also warum merkt sich der Schirm die Impedanz des Feldes? Das kann man sich mal so fragen. Habe ich jetzt aber im Moment auch keine wahnsinnig gute Antwort drauf, muss ich jetzt mal so gestehen. Wird die durch das Metall überhaupt beeinflusst? Ja, zum Beispiel, das könnte man sich eben fragen. Ja? Aber ich meine, wenn die nicht durch das Metall beeinflusst werden würde, würde ja auch die ganze Welle nicht durch das Metall beeinflusst werden, hätten wir irgendwie auch gar keine Schirmdämpfung. Also warum soll sich das Feld seine ursprüngliche Impedanz merken, wenn es durch diesen Schirm durchpropagiert? Oder man fragt andersrum, wieso sollte es sich verändern? Also, ja, genau. Ja, aber also das ist auf jeden Fall so ein Punkt, okay, da könnte man nochmal drüber nachdenken. Aber also wie wir schon häufiger gesprochen haben, es ist ein Modell, alle Modelle sind falsch, manche Modelle sind nützlich. Bleiben wir mal dabei, dass das so ist und dass das natürlich auf jeden Fall diese Rechnung vereinfacht, wenn diese beiden Reflexionsfaktoren links und rechts dieses Schirmes einfach die gleichen sind, bloß mit umgekehrten Vorzeichen. So. Ne, das kommt eben aus dieser Übergangsbedingung, die ich jetzt schon auch schon diskutiert habe. Und dann kann man daraus einfach diese Transmissionsfaktoren herleiten. Da stecken dann auch die Wellenimpedanzen drin in ein bisschen anderer Zusammenstellung. So, und jetzt ist natürlich die Frage, wie groß ist diese Wellenimpedanz? Also in Metall kann man die allgemein so ausrechnen. Ja, hier steckt Permeabilität drin, Leitfähigkeit, Permittivität und die Kreisfrequenz Omega. So. Wenn man jetzt so ein bisschen auf die Zahlenwerte schaut und das mal alles so in Grundeinheiten einsetzen würde, Permeabilität ist wie groß? Das waren diese 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7 Voltsekunden pro Ampermeter. So, Leitfähigkeit von zumindest irgendwie guten Metallen ist wie groß? 8,6. Ja, und Größenordnung ist das Entscheidende. Also hatten wir gerade in der Aufgabe, also irgendwie was mal mit 10 hoch 6. Ja, und bei Kupfer 58 mal 10 hoch 6, bei Aluminium eben diese 35. So, also das war irgendwas mit 10 hoch minus 7, das ist irgendwas mit 10 hoch 6. So, und das Epsilon... So, sind 8,5 oder 8,854 mal 10 hoch minus 12 Ampere Sekunden pro Voltmeter.
Also hier ist was mit 10 hoch minus 12, hier ist was mit 10 hoch 6. Ja? Das ist mal hier irgendwie geschmeidige 18 Größenordnungen größer. Und das heißt, wenn wir nicht irgendwie super, super hohe Frequenzen haben, dann können wir dieses Epsilon hier mal ganz gut vernachlässigen. Ja. Also das wird dann irgendwie erst entscheidend, wenn man in quasi den optischen Bereich geht, wenn man so will. Jetzt von den Frequenzen her, wenn man irgendwie Licht hat, so irgendwelche Terahertz und sowas. Und wenn die Leitfähigkeit eben sehr klein ist. Ja. So, und naja, das heißt, das Epsilon können wir wegpacken und können das so ein bisschen vereinfachen. Und dann kommt da dieser Term raus und dann kann man sich dieses D da definieren. Das D ist dann die Skintiefe. Manchmal haben wir die auch Delta genannt. Hier ist die jetzt, glaube ich, hier ist die D genannt. Ja. Aber so die klassische Skintiefe, die wir auch schon mal bei galvanischer Kopplung besprochen haben. So, und ja, und jetzt kann man sich eben überlegen, also 10 hoch minus 7, 10 hoch 6, ne, da kommt was Kleines bei raus. Also selbst wenn die Frequenz dann eben hochgeht, ja, dann ist so für normale Kilohertz, Megahertz Frequenzen, ist das immer noch klein, relativ klein. So, und Wellenimpedanz in Luft, naja, hängt eben davon ab, was haben wir für eine Quelle. Haben wir ein Hochimpedanzfeld an einem elektrischen Dipol, haben wir ein Niederimpedanzfeld an einem magnetischen Dipol, haben wir ein Fernfeld. So, und letztendlich kann man sich jetzt dafür verschiedene Fälle überlegen. Ja? Aber wir können jetzt gucken, also das, was hinter dem Schirm rauskommt, ne, das waren diese Terme, also zweimal Transmission, einmal so eine Propagation. Ja, wenn ich nochmal, ich gehe nochmal zurück auf den Schirm. Also wir haben jetzt hier diese ganzen Terme und summieren die alle auf. Und wir haben immer diesen Basisterm und dann kommt immer ein E hoch minus 2 mal Gamma T dazu und diese Reflexion hoch 2. Ja, so. Und das heißt, also wir haben das mal 1, das ist unser direktes. Nach einem Umlauf kommt das dazu, nach zwei Umläufen kommt das dazu, nach jedem weiteren Umlauf kommt das dazu mit einem Faktor hoch 2. So, und jetzt kann man da so drauf schauen und stellt fest, nein, das ist ja immer so eine Zweierpotenz, die dazukommt. Das ist wie bei diesem Mathematiker-Innenwitz, ja, kommt eine unendliche, und das geht ja hier unendlich weiter, wenn man so will, ja, kommt eine unendliche Anzahl von Mathematikerinnen in eine Bar und der Erste sagt, ich hätte gern ein Bier. Ja, und der Zweite sagt, ich hätte gern ein halbes Bier. Und der Nächste sagt, ich hätte gern ein Viertel Bier. Und der Nächste sagt, ich hätte gern und so weiter. Ne? Und dann sagt der Barkeeper, ach komm Leute, hier sind zwei Bier. Ja, weil wenn man das eben immer so aufsummiert, geometrische Reihe, gibt eine Summe, kann man so machen. So, und das heißt, wir können diese unendliche Summe, die hier oben steht, im Prinzip in das hier umformen, wegen dieser geometrischen Reihe-Geschichte. So, und jetzt kann man eben sagen, also diese beiden Transmissionsfaktoren, die da vorne stehen, da steckt trotzdem im Prinzip die Reflexion drin. In diesem E hoch minus Gamma-Term steckt drin, was macht die Absorption oder was macht der Schirm, wenn die Welle da einmal durchläuft an Absorption. Und dann gibt es noch so einen Mehrfachreflexionsterm, das läuft dann nochmal hin und zurück und hin und zurück und hin und zurück. Und ja, eventuell kommt dann am Ende noch mal mehr raus, als wir irgendwie eigentlich haben wollen. Ja, und jetzt kann man schon sich überlegen, also das wird im Normalfall also sehr klein sein, das ist gut, das wird auch kleiner sein als 1, weil ja hier ein positiver, hier fehlt übrigens irgendwie, hier fehlen jetzt die Striche überall drunter, ne? Das sind immer noch komplex, die ganzen Größen. Und tja, das wird das schlechter machen, weil das ist ja hier kleiner als 1 und dann habe ich sozusagen 1 durch was Kleines ergibt wieder was Großes. Also das ist gut, das ist gut, das ist schlecht. So, und jetzt nehme ich von dem ganzen Ding einfach 1 durch. Ja, aufgrund dieser Definition, eben davon den Betrag, schreibe einen 10er Logarithmus mal, davor mal 20, dann ergibt das die Schirmdämpfung in dB. So, und letztendlich ist jetzt das genau die Formel, die man braucht. Also die müssten wir jetzt ausrechnen für alle Fälle. Ja? Und die Schwierigkeit jetzt, die auszurechnen, ja, wenn man jetzt MATLAB hat, Python hat, Octave hat, ist das im Prinzip kein Problem, weil setze ich die einfach ein, rechne das aus. Wenn ich jetzt nur einen Taschenrechner zur Verfügung habe, sieht das irgendwie ein bisschen fies aus, weil, naja,
das sind alles komplexe Größen. Und gerade dieses E hoch was Komplexes und Komplex zum Quadrat mal was Komplexes, also gerade so diese E hoch was Komplexes, das, da tun sich so die normalen Taschenrechner schwer dabei, das auszurechnen. Also zumindest der Taschenrechner, den ich früher in der Schule hatte, der kann das nicht, keine Ahnung, oder konnte das nicht gut, nur sehr umständlich. Weiß nicht, wenn man jetzt modernere Taschenrechner hat, ich bin mal gespannt. Eines meiner Kinder macht ja in Kürze Abitur oder zumindest macht irgendwie Mathe, Physik und so Leistungskurs und kriegt dafür auch, muss ich so von der Schule, oder also vielleicht muss man den noch kaufen oder vielleicht stellt ihn auch die Schule, irgendwie so einen geilen Texas Instruments Taschenrechner, auch so einen grafischen, und da bin ich ja mal gespannt, ob der zum Beispiel sowas kann oder nicht. Also wenn der das nicht kann, würde ich auch sehr feiern. Also, weil so ja, grafische Taschenrechner meines Erachtens was ist, was auch nur so im Schulkontext vorkommt. Also jeder normale Ingenieur, Ingenieurin würde jetzt einfach Octave nehmen, MATLAB nehmen, um das auszurechnen. Und das werden wir jetzt im Prinzip machen, das ist jetzt der Plan. Ja. Und dann... Ja, kann man jetzt nochmal so ein bisschen auf diese einzelnen Faktoren gucken und sagen, ne, wir haben eine Reflexionsabsorptionsdämpfung, wir haben so einen Korrekturterm, die zusammen ergeben so eine Gesamtdämpfung in die B. Und jetzt kann man natürlich diese einzelnen Terme sich nochmal anschauen und so ein bisschen Näherungsformeln dafür basteln, die man dann wieder einfacher mit einem normalen Taschenrechner ausrechnen könnte. Oder wo man mal so ein bisschen besser, also hier ist an der Formel ist ja ziemlich schwer zu sehen, was passiert denn jetzt, wenn ich die Frequenz erhöhe oder verändere? Was passiert denn, wenn ich den Schirm dicker mache? Was passiert denn, wenn ich die Leitfähigkeit verändere, wenn ich die Permeabilität verändere? Das sind ja so Parameter, die ich habe, mit denen ich spielen kann. Die sehe ich in der Formel ziemlich schwer, weil die natürlich irgendwo hier in den Transmissions-, Reflexions-, Propagationsfaktoren verborgen sind. Ja, und die sehe ich dann vielleicht einfacher, wenn ich das in andere, nochmal auf andere Art und Weise schreibe. So, also, ja, nehmen wir jetzt mal Octave. Ich nehme auch mal ein Skript, sodass wir das mehrfach durchlaufen lassen können, ohne Probleme. Also ich gehe mal hier in den Editor rein. Hier ist auch noch irgendein altes Programm offen und mache mal... ein neues auf, fangen wir an mit einem Clear All, Close All brauchen wir glaube ich nicht. So, und also wir nehmen mal diese, wir schreiben jetzt mal einfach diese Formel da ab, also AS für die Schirmdämpfung ist 20 mal 10er Logarithmus in hier in Octave oder in MATLAB heißt Log 10, Betrag kriegen wir hin mit ABS. So, und dann steht da, also 1 durch Transmissionsfaktor von Luft zu Metall und Transmissionsfaktor von Metall zu Luft mal eine E-Funktion, die heißt Exponent Gamma mal T mal die nächste Klammer, da steht 1 minus RAM Quadrat mal diese gleiche, nee, mal so eine ähnliche Transmissionsfaktor. Ja, und dann stelle ich gerade fest, irgendwie müssen wir uns nochmal über das Vorzeichen da Gedanken machen. 2 mal Gamma mal T. Warum ist das einmal positiv und einmal negativ? Das macht ja keinen Sinn. So, hier, also hier sind auf jeden Fall jetzt alle Klammern zu in dem Term. Jetzt müssen wir mal gucken. Irgendwie erscheint mir das seltsam. Hier oben steht auch ein Minus. Ah ja, und okay, ich verstehe. Ne, wir haben hier 1 durch Minus gerechnet, dann ist das ein Plus draus geworden. Also das passt schon, dass das hier positiv ist. Das sollte schon so sein. So, jetzt brauchen wir natürlich diese ganzen Faktoren, die da stehen. Also wir brauchen TAM, wir brauchen TMA, wir brauchen Gamma, wir brauchen ein T, das ist unsere Schirmdicke, und wir brauchen dieses RAM. Das sind die Sachen, die wir brauchen. So, und die müssen wir uns jetzt irgendwie aus der Aufgabenstellung holen. Da ziehe ich das mal hier so ein bisschen rüber. Und such mal die Aufgabenstellung und dann passt das bestimmt hier ganz gut hin. So, und dann ist die Dicke sind 15 Mikrometer, Mikro sind 10 hoch minus 6. Und das Kappa können wir auch mal abschreiben, 35 E6. So, dann brauchen wir noch ein μ.
das Müh von Aluminium. Ist einfach das Müh 0. Ja, Aluminium ist nicht ferromagnetisch. Also kann ich für das Müh einfach mal hinschreiben. Ich weiß nicht, hier unten kommt jetzt, hier kommt ja nochmal irgendwas mit einem Müh-Relativ. Also nenne ich das mal vielleicht einfach Müh 0 an der Stelle. Oder ich schreibe mal Müh 0 hin, das sind die 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7 Voltsekunden pro Amperemeter und das Müh-Relativ von dem Aluminium setzt man einfach auf 1. So, falls uns das jetzt irgendwo interessiert. Und keine Ahnung, ein Epsilon 0, nö, das haben wir vorhin schon weggedrückt, das brauchen wir vielleicht eigentlich nicht. So, dann müssen wir mal gucken, wie diese anderen Formeln waren. Also das RAM steht hier. Also RAM ist ZM minus ZA. Das Ganze muss noch in Klammern geteilt durch die Summe von den beiden. So, und den anderen brauchen wir nicht wirklich. Und für die Transmissionsfaktoren sieht das so aus. Vielleicht kann ich das mal hier auch ein bisschen kleiner machen und hier rüber schieben. So, die Transmissionsfaktoren, das sind 2 mal ZM geteilt durch diese gleiche Summe. Und das ist 2 mal ZA geteilt durch diese Summe. So, und jetzt brauchen wir davor natürlich noch ZA und ZM. Und ZM, ja, da können wir jetzt im Prinzip diese Formel nehmen. Ich weiß nicht, ja, wir können mal, doch, wir rechnen mal vorher Skintiefe aus und setzen das hier ein. Dann hat man nochmal irgendwie so einen Wert für die Skintiefe. Das ist vielleicht auch nicht so verkehrt. Und Z-Luft, wir sind jetzt bei der Aufgabe in einem Fernfeld, da nehme ich einfach die 377. Ja, und wir können ja mal vorher trotzdem hier nochmal ein Epsilon 0 hinschreiben. Das waren die 8,854 mal 10 hoch minus 12. Minus 12. So, und dann sollten da 377 rauskommen. Die können wir gleich nochmal nachrechnen. Und für das Metall, also rechnen wir jetzt erstmal noch diese Skintiefe aus. Das ist die Wurzel von 1 durch Pi mal. So, und jetzt baue ich mal hier aus dem Müh 0, um mir ein bisschen Schreibarbeit zu sparen, und dem Müh relativ einfach ein Müh zusammen, und das setze ich hier ein. Also Pi mal Müh mal Kappa mal F. Die Frequenz brauchen wir auf jeden Fall noch. So, und die Frequenz schreibe ich mal hier oben mit hin. Die waren jetzt 100 MHz, 100 E6. Für dieses Beispiel mit diesem UKW-Radiosender. Sag mal nochmal. Zeile 8. Zeile 8. Muss von Aluminium sein, also da. Ach genau, hier fehlt noch, hier hätte jetzt Octave auch gleich gemeckert, dass es das gar nicht kennt, aber das ist trotzdem ein sehr guter Hinweis. So, und jetzt nehmen wir hier die Formel, die hier oben steht, also 1 plus J geteilt durch Kappa mal diese Skintiefe. Ja, so, und jetzt, ich speichere das mal als, das war jetzt Aufgabe 16, die wir behandeln. Also wenn ich das ausführen will, wird er mich jetzt fragen. Und dann nenne ich das mal Aufgabe 16. So, und es macht schon mal nicht Bing Bing, das ist ein gutes Zeichen. Octave macht einfach nicht Bing Bing. Also hier kommt trotzdem irgendwie nicht klar. Syntax-Error, wobei ich jetzt hier gar nicht so spontan verstehe, was hier der Error sein soll. Unser Gamma fehlt noch, klar. Das Gamma, das brauchen wir noch.
So, und das Gamma, wo wird das eigentlich erklärt? Ah, hier steht eine Ausbreitungskonstante, ist Dämpfungskonstante und Phasenkonstante, steht aber jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viel Wärme, wie man das jetzt eigentlich ausrechnet. Aber das kommt hier, glaube ich, noch irgendwo in unseren Folien. Nämlich hier, da wo es um die Absorptionsdämpfung geht. Also Ausbreitungskonstante in Metall ganz allgemein kann man so ausrechnen. Und dann ist hier auch wieder die gleiche Nummer, wenn das Epsilon, also nee, wenn das Omega nicht sehr groß ist, ist das Epsilon zahlenwertmäßig viel, viel, viel kleiner als das Kappa, sodass man das Kappa wieder weglassen kann. Und dann ist dieses Gamma einfach 1 plus J sozusagen auch durch D. Ja, also da steckt die gleiche Skintiefe drin. Und hier hatten wir 1 plus J durch Kappa mal D. Hier haben wir jetzt einfach 1 plus J durch D. Sehe ich das richtig? Ja. Ja, also hier kann ich schreiben 1 plus J durch D. So, dann packe ich hier mal noch über ein paar Semikolonse hin. Ich meine, wir können uns gleich diese Werte nochmal anschauen, die sollten jetzt ja irgendwo aufpoppen. So, jetzt hat das was gerechnet, glaube ich. Oder immer noch nicht? 18, doch, nee, wir haben immer noch einen Syntaxfehler in Zeile 18. Zeile 18 ist diese hier. Was meckert er hier rum? Irgendwie am Ende. Fehlt uns vielleicht doch noch eine Klammer? Wir mal hier groß machen. Ja, da fehlt immer noch eine Klammer bis zum Logarithmus vor. So, jetzt kommt da was raus. Und er rechnet ein D aus. Er rechnet uns eine Skintiefe noch zwischendurch aus, weil ich die noch nicht escaped habe. Ja, aber jetzt können wir hier nebenher auf diese ganzen Werte mal irgendwie schauen. Und ja, also Wellenimpedanz in Luft haben wir die 377. Wie könnte man die jetzt nochmal aus μ0 und ε0 ausrechnen? 1 durch Wurzel müsste, also 1 durch Wurzel von dem Produkt von den beiden, müsste genau Lichtgeschwindigkeit ergeben. Also wenn ich das so rechne, μ0 mal ε0, dann sollten da die 3 mal 10 hoch 8 rauskommen, und wenn ich die Wurzel nehme von μ0 durch ε0, dann sollten dann die 377 rauskommen. Ja, also die haben wir jetzt hier ungefähr. So, dann sehen wir Wellenimpedanz in Metall, die ist sehr klein, das sind irgendwelche Milliohm, ja, so wie man das auch erwarten würde. So, und was ist vielleicht noch interessant, dieses Delta, die Skintiefe sind ein paar Mikrometer. Klingt auch sinnvoll, ja. Sowas hatten wir auch bei dieser galvanischen Kopplung schon mal ausgerechnet. So, und jetzt kann man eben gucken, dieser Reflexionsfaktor, der ist minus 0,99998 und hat einen sehr kleinen, kriege ich das hier noch ein bisschen größer, hat sozusagen einen sehr kleinen Imaginärteil. Aber ist nahezu minus 1, also das meiste von unserer Welle wird zurückreflektiert. So, und in diesem Gamma, ja, da steckt im Prinzip auch einfach hier irgendwie unsere Skintiefe so ein bisschen umgedreht eben drin. Ne? So, und also genau, wenn man jetzt nochmal darüber nachdenkt, ist das ja auch logisch, weil wir hatten ja so gesagt, ne, nach einer dieser Skintiefe ist eben die Stromdichte respektive Feldstärke und sowas immer auf 1 durch E gesunken, und das ist ja dann auch sinnvoll, wenn ich da praktisch 1 in dem Exponenten der E-Funktion dann drin zu stehen habe, dass das dann so ist. So, und sagen wir mal so, das Entscheidende, was jetzt rauskommt für unsere Schirmdämpfung, das steht hier, sind 101,5 dB, was eben
wie wir vorher gesagt haben, super gut ist. Ja, also wenn ich eine Alufolie habe, die keine Risse und Knicke hat und ich die an allen Seiten perfekt irgendwie kontaktiert bekomme, dann hat die auf jeden Fall schon mal eine ziemlich gute Schirmdämpfung. So, jetzt können wir zurück zu der Problematik und zu der Fragestellung kommen. Also wir haben jetzt eben diese schöne Formel hier benutzt, ja, die MATLAB uns problemlos ausrechnet. Also in der Formel tritt ja die Dicke der Aluminiumschicht bei T auf. Genau. Wie wird das hier umgesetzt im aktuellen? Weil hier auch ein T steht. Und woher haben wir das T? Und das T haben wir hier oben gesetzt auf 15 Mikrometer. Mikrometer? Genau, weil das die Dicke von unserer Aluminiumfolie ist, die hier in der Aufgabenstellung drin steht. Ja. Okay, also das hat gar nichts mit der Zeit zu tun. Nee, genau. Also das hat überhaupt nichts mit der Zeit zu tun, weil wir sind ja sozusagen, wir betrachten einen eingeschwungenen Zustand und Thickness, würde ich sagen, ist ja das englische Zauberwort für, warum das mal T heißt. Keine Ahnung, jetzt müsste man mal in die gucken, ob man in irgendeiner Original-Shelkunov-Publikation, ob der Mensch das da auch schon T genannt hat. Also vielleicht hat er das auch mit einem kyrillischen kleinen T geschrieben, keine Ahnung. weiß ich nicht. Vielleicht hat er auch lateinische Buchstaben verwendet. Habe ich ehrlich gesagt nie recherchiert. Ja. So, aber eben Problematik mit dieser Formel hier ist, die rechnet uns Octave problemlos aus. Von Hand wird das irgendwie einigermaßen tricky. So, und deshalb machen wir jetzt mal hier noch so Trick 27. Wir gucken uns das mal an. Jetzt muss ich mal irgendwie so schauen, dass ich hier eine Folie drauf habe. So, also wir gucken uns jetzt mal diese Faktoren einzeln an und versuchen die mal so ein bisschen zu analysieren. Und zwar, wenn man jetzt mal in die Reflexionsdämpfung diese Transmissionsfaktoren einsetzt, die Formeln, die wir vorher hatten, steht da das. Ja. So, jetzt kann man ja wieder so Taschenspielertricks machen und sagen, wenn die Wellenimpedanz in Luft viel größer ist als die in Metall, dann kann ich hier oben in der Summe die Wellenimpedanz im Metall vernachlässigen. Ja. Und dann habe ich die hier oben zum Quadrat und hier einmal, dann kann ich die auch einmal rauskürzen. Dann wird diese Formel viel einfacher. So, und das funktioniert immer für elektrische Felder, für Fernfelder, bei magnetischen Feldern nicht so richtig. Also vereinfacht sich diese Formel und jetzt setze ich diesen ganzen Spaß da ein. Wie groß ist die Luft, wie groß ist die Metall, diese ganzen Formeln, die wir gerade hatten. Und dann kann ich das sozusagen immer dichter von diesen generischen Parametern an wirklich, was sind meine Materialparameter, ranbringen. Ja, indem ich da noch Skintiefe einsetze und alles einsetze und das irgendwie vereinfache, will ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, ist in dem Foliensatz meines Erachtens sehr kleinteilig beschrieben, wie man das macht. Und auf jeden Fall ende ich dann am Ende mit dieser Formel hier. Und die Formel ist so eine super schöne zugeschnittene Größengleichung, die eben im Fernfeld gilt. Und das, was ich da einsetze, ist ein μ-Relativ, ist eine Frequenz direkt in Megahertz und ein Kappa-Relativ bezogen auf die Leitfähigkeit von Kupfer, die hier mit dem Wert angenommen ist. So, und das ist natürlich eine super schöne Formel, weil ich diese Formel ja einfach in Taschenrechner einsetzen kann. Und ich sehe auch, also ich will ja eigentlich eine hohe Reflexionsdämpfung haben, also alles, was ich hier einsetze, zählt ja negativ, macht mir eigentlich meine Schirmdämpfung kaputt. Und ja, also sehe ich, wenn ich ein höheres μ habe, ist das eigentlich schlecht, wenn ich eine höhere Frequenz habe, ist das auch schlecht, wenn ich eine höhere Leitfähigkeit habe, das ist wiederum gut. Ja, oder wenn ich eine schlechte Leitfähigkeit, wenn ich eine kleine Leitfähigkeit habe, ist das auch schlecht. So. Und jetzt können wir einfach nochmal diese Formel nehmen. Ich kopiere die mal, also einfach um jetzt die nochmal hier auf das Lösungsblatt einzufügen. Also bei Teil A
können wir jetzt im Prinzip diese Formel verwenden dafür. So, und ich meine, den Rest machen wir jetzt natürlich wieder in Octave. Mache ich das mal so ein bisschen kleiner. So, und ich schreibe mal jetzt hin, ne, das ist jetzt, wird jetzt Aufgabenteil A hier nochmal nachgerechnet. Also da ergibt sich das R aus 108 minus 10er Logarithmus oder 10 mal 10er Logarithmus von dem μ relativ mal, ja, so eine Frequenz in Megahertz, die müssen wir uns gleich mal noch basteln, und geteilt durch das Kappa relativ, das müssen wir uns auch gleich noch mal basteln. Und dann geht die Klammer auch schon zu. So, und Frequenz in Megahertz, dann nehmen wir jetzt einfach unsere Frequenz und teilen die durch 1E6. Ja. Und für das Kappa relativ nehmen wir unser Kappa und teilen das durch Kappa von dem Kupfer. Und das Kappa von dem Kupfer, das schreiben wir einfach ab, das waren diese 57E6. So, und wenn man das jetzt mal ausrechnet, und hier wieder irgendwie auf Zahlenwerte schaut, also dann sollte das Kappa relativ, wie gesagt, so was um die 60% sein, was Aluminium gegenüber Kupfer hat, und unsere Frequenz in Megahertz sollten einfach 100 sein. So, und wenn wir jetzt auf den Wert von dem R schauen, Groß R, das wird hier, glaube ich, irgendwo, wo ist denn das hin, wo ist denn das geblieben? Ist ja, 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 ich habe wieder den gleichen Fehler gemacht. Hier fehlt das μ relativ Aluminium, deswegen hat es das R noch nicht ausgerechnet. Und die, jetzt hat immer noch kein R ausgerechnet. Muss es doch langsam mal. Ach so, ja, jetzt wird es hier langsam wild. Also man muss den Fehler auch schon an der richtigen Stelle korrigieren. So, jetzt ist was rausgekommen. Und jetzt steht hier oben. Also wir haben eine Reflexionsdämpfung bekommen von 85, 86 dB. Für dieses Problem, mit dieser einfachen, schönen, zugeschnittenen Größengleichung nach oben. Okay, so, dann können wir weiterschauen. Hier haben wir Hochimpedanzfeld, so, jetzt geht es hier um diese Absorptionsdämpfung. Die Formel für das Gamma haben wir ja gerade schon benutzt, die kann man jetzt ja im Prinzip auch einsetzen, dann kriegt man auch eine weitere schöne, zugeschnittene Größengleichung raus, wie man Absorptionsdämpfung ausrechnet. Die kopiere ich jetzt auch mal und füge die auch mal hier ein. Also die gilt praktisch irgendwie immer, ne? Die gilt unabhängig davon, habe ich jetzt ein Niederimpedanzfeld, Hochimpedanzfeld. So, und ich kann ja hier mal kurz das Ergebnis ergänzen. Also hier waren das R, was hier rauskam, waren ungefähr 86 dB. So, jetzt nehmen wir noch diese Absorptionsdämpfungsformel und packen die hier rein, das mache ich auch wieder im Editor. Also das A in dem Fall sind 130,3, die kommen da aus der Herleitung, mal die Dicke von dem Schirm in Millimeter, die müssen wir gleich noch ausrechnen, und dann mal die Wurzel der Frequenz in Megahertz, mal das μ relativ von Aluminium, mal das Kappa relativ von Aluminium. Also vielleicht sollte ich das hier nachher auch mal Kappa relativ von Aluminium nennen. Ich kann das ja gleich mal umbenennen. Kriege ich das irgendwie hin? Ansicht, bearbeiten, suchen und ersetzen. Weil wir ja nachher noch andere Materialien haben. So. Die einzige Größe, die uns noch zu unserem Glück hier fehlt, ist die Dicke in Millimeter. Da nehmen wir eben die Dicke, teilen die durch 1e hoch minus 3. Ja? So.
Dann kommt für die Absorptionsdämpfung kommen 15,3 dB raus. Kann ich auch mal hier oben hinschreiben. Also A sind ungefähr 15 dB. So, und jetzt kann man sich natürlich überlegen, wenn dieses A, ja, das ist die Dämpfung, die wir haben, wenn das einmal durch den Schirm durchläuft. Ja, wenn ich hier zurück auf die Skizze gehe. Also, wenn das einmal hier durchläuft, wird das schon um 15 dB gedämpft. Jetzt kann man sich überlegen, okay, wenn das nochmal zurückläuft und nochmal zurückläuft, hat das ja nochmal mindestens 30 dB Dämpfung. Da ist ziemlich egal, ob da jetzt nochmal was irgendwie reflektiert und dazukommt und was auch immer. Ne? Das ist dann viel, viel, viel kleiner, was ich hier addiere und viel, viel, viel kleiner. Also deswegen, wenn man jetzt auf den Term schaut, hier die Korrektur für Mehrfachreflexionen, das ist eigentlich ja das, was hier am schwierigsten auszurechnen ist. Aber wenn mal die Absorptionsdämpfung größer ist als 10 dB, kann man diesen Korrekturterm einfach vernachlässigen, einfach ins Skat drücken. So, und das heißt, wir rechnen jetzt einfach, so wie das hier mal vorher irgendwo steht, das zusammen. Also Gesamtschirmdämpfung ist Reflexionsdämpfung, Absorptionsdämpfung, das M gibt es einfach nicht. Also wir rechnen jetzt nur einfach R plus A und dann kommt eine Gesamtschirmdämpfung raus. So, und wenn ich das jetzt mal mache, neues AS oder das AS für den Aufgabenteil A ausrechnen, dann ist das R plus A. So, und tja, was sollte dabei jetzt rauskommen? Prinzip genau der Wert, den wir vorher auch schon ausgerechnet hatten, 101. Ja, und wenn man jetzt mal die Werte rasch im Kopf überschlägt, 86 plus 15, ja, ist erschreckend dicht dran an 101. Ja, also. Was war jetzt der Unterschied zu dem, was wir gerade Genau, also im Prinzip mit der ganz exakten Formel, so, okay, ja, mit genau, mit der ganz, ganz exakten Formel kommen wir auf 101,5 und mit der Näherung, wo wir jetzt schon irgendwie ein paar Sachen weggelassen haben, kommen wir auf 101,2. Der Unterschied ist wirklich sehr, sehr, sehr zu vernachlässigen in dem Fall. So, also können wir mal so ein Häkchen hinter ihr machen. Aufgabenteil A funktioniert sowohl exakt als auch mit der Näherung gerechnet. Und sagen wir mal, Take-Home-Message ist, Aluminiumfolie nützt auf jeden Fall ziemlich viel, um so ein Fernfeld zu schirmen, weil wir einfach eine sehr hohe Reflexionsdämpfung haben. Ne, wir haben zwar nicht viel Absorption, weil der Schirm so dünn ist, aber Reflexion hilft uns auf jeden Fall schon da enorm. Und also was jetzt in der Praxis eher Schirmdämpfung dann begrenzen würde in dem Szenario wäre, dass ich natürlich den Schirm irgendwie gut kontaktieren muss an das, was ich da schirmen will. Oder also wenn ich Alufolie komplett ringsrum wickle, kein Problem. Ne, aber irgendwie, weiß nicht, habe ich ja vielleicht Kabel, die da rein und raus gehen. Ich brauche Lüftungsschlitze. Irgendwie sowas in der Art, die werden mir dann in der Praxis meine Schirmdämpfung kaputt machen. Okay. Dann schauen wir mal auf Aufgabenteil B und jetzt machen wir genau das Gleiche. Wir ändern aber die Frequenz auf 2,4 GHz, also zum Beispiel Wi-Fi, Bluetooth, Mikrowelle, irgendwie sowas. Ja. Und wir bleiben bei einem Fernfeld, wir ändern einfach nur die Frequenz. So, und das geht jetzt natürlich glücklicherweise in meinem MATLAB-Skript hier irgendwie super gut. Also, ich kommentiere mal die Frequenz hier aus und kommentiere mal eine neue Frequenz ein und nenne die oder gebe der den Wert 2,4E9. Und, weiß ich nicht, jetzt ist jetzt Aufgabenteil A. Eigentlich ist es Quatsch, dass ich das ja Aufgabenteil A genannt habe, aber egal, ich lasse das mal so. Also für Aufgabenteil B, vielleicht schreibe ich das mal hier oben dran. Ne, das wäre jetzt irgendwie Aufgabenteil B. Das, was wir hier hatten, war Aufgabenteil A. So, lass das einfach neu durchlaufen.
Und dann gucken wir mal, was hier so passiert, vielleicht hier auch hier drüben auf den Zahlenwerten. Also, auch wenn man jetzt hier auf die Formeln guckt, hier haben wir ja gesagt, höhere Frequenz macht uns Reflexion kaputt. Höhere Frequenz hilft uns aber bei der Absorptionsdämpfung. Sieht man an den Formeln ganz gut, sieht man an dieser ursprünglichen Formel so ein bisschen schwieriger, auch wenn das Verhalten da natürlich drin steckt. So, und deshalb, also wir haben jetzt weniger Reflexionsdämpfung, ja, die ist jetzt gesunken von 86 auf 72, aber wir haben viel mehr Absorptionsdämpfung. Also ich kann mal hinschreiben, das R in dem Fall sind jetzt nur noch 72 dB, das ist sozusagen runtergegangen, ne, im Vergleich zu vorher, aber die Absorptionsdämpfung sind 75 dB, das ist im Vergleich zu vorher angestiegen. Und wenn ich jetzt wieder die Summe von beiden ausrechne, dann sollten da 147 oder so rauskommen. Ne? Also AS gesamt sind 147 dB, vorher hatten wir hier für das AS 101 dB. Also insgesamt ist das jetzt auf jeden Fall besser geworden an der Stelle. So, und das ja, rechnet uns auch die exakte Formel auch so aus, 147,18, 147,11 mit der Näherungsformel. Passt auch wieder ziemlich gut. Ja? Also vielleicht ist das unklug, das jetzt hier ASA zu nennen. Vielleicht sollte ich das irgendwie einfach irgendwie Approx nennen oder so für diese Näherung, die wir jetzt machen. Aber die passen auch wieder auf jeden Fall ziemlich gut überein. Und tja, Take-Home-Message ist, also wenn das mit Aluminiumfolie für 100 MHz funktioniert, funktioniert es für höhere Frequenzen auch. Und eigentlich sozusagen umso besser. Also wir verlieren zwar Reflexionsdämpfung, aber wir gewinnen an Absorption. Und die Skintiefe wird kleiner. Genau, und wir gewinnen, genau, und das ist der entscheidende Punkt. Also wir gewinnen an Absorption, weil die Skintiefe kleiner wird. Ja, vorher hatten wir hier irgendwie 10 oder 8, 9 Mikrometer und jetzt haben wir eben nur noch 2 Mikrometer, weil Skintiefe ist proportional zur Wurzel der Frequenz. Wir haben jetzt die Frequenz ungefähr, sagen wir, ja, was heißt ungefähr? Wir haben die Frequenz ver-24-facht. Die Wurzel von 24 ist 5, ja, weil die, sagen wir, die Wurzel von 25 ist 5. Also haben wir die Skintiefe ist auf ein Fünftel gesunken, eben von 9 Mikrometer auf 1,8 Mikrometer oder so in dem Dreh. Ja, so. Und deshalb ist auch die, also deswegen ist auch diese Absorptionsdämpfung hier fünfmal stärker geworden. Ne? 15 mal 5 ist das so, wenn ich das so richtig rechne, 15 mal 5 macht 75. Ne? 15 mal, ja, genau. Das passt schon. So, dann können wir zu Aufgabenteil C schauen. Und in Aufgabenteil C ändern wir jetzt, also wir machen jetzt wieder nichts anderes, als die Frequenz zu ändern. Wir machen die Frequenz mal sehr klein, 4 kHz, was irgendwas Leistungselektronisches sein könnte. Also ein sehr niedrig taktender Frequenzumrichter, der hätte vielleicht sowas in dem Dreh. Und ja, also bei 4 kHz haben wir jetzt natürlich dann dementsprechend sehr kleine Frequenz, sehr große Wellenlänge. Wir werden auf jeden Fall im Nahfeld sein. Und das heißt, wir brauchen jetzt auch irgendwie sowas wie so einen Abstand zwischen Quelle und Schirmwand, um unsere konkrete Feldimpedanz auszurechnen. Und dieser Abstand soll jetzt mal 35 cm sein. So, und also das müssen wir jetzt an unserem Skript hier ändern. Ja, wir haben jetzt in Aufgabenteil C
eine Frequenz von 4 kHz, das sind 4E3 in Aufgabenteil C. Und also das hatten wir bei A und B, da hatten wir einfach diese Fernfeldimpedanz. Jetzt haben wir unsere Nahfeldimpedanz. Und dafür brauchen wir wieder eine Formel. Also die haben wir vorhin uns schon mal so grob angeschaut. Die war hier auf dieser Folie. Also in der Nähe eines elektrischen Dipols im Hochimpedanzfeld gilt diese Formel. Jetzt brauchen wir da diesen Übergangsabstand R0. Der steht zum Glück hier oben. R0 ist Lambda durch 2Pi. Ja, und setzen das irgendwie ein, dann kriegen wir den Betrag raus. Jetzt kann man sich darüber streiten, auch ist es okay, da den Betrag zu nehmen, wäre es nicht vielleicht auch irgendwie schlau, das tatsächlich komplex zu nehmen, weil das ist ja jetzt ein reaktives Feld. Ja. Ja, also ich meine, am Ende setze ich das ja irgendwie hier in diese Formel ein und am Ende interessieren mich von vielen Termen sowieso nur die Beträge. Ich glaube, in ganz guter Näherung kann man das machen. Weiß nicht, müsste man jetzt mal wirklich den direkten ehrlichen Vergleich machen, aber findet, glaube ich, dann heraus, dass das keinen wahnsinnig großen Einfluss hat an der Stelle. So, also ich muss jetzt irgendwie diese Formel da abschreiben. ZA ist Z0 mal R0 durch R. So, und das R waren 0,35 Meter aus der Aufgabenstellung. So, und das Z0, das sind die 377, die wir hatten. Oder da können wir jetzt auch die Formel nehmen, die wir vorhin mal ausgerechnet haben. μ0 durch ε0. So, und dann brauchen wir noch das R0. Das steht ja auch auf der Folie. Das sind Lambda durch 2Pi. Und jetzt brauchen wir auf jeden Fall noch ein Lambda. Wie kriegen wir das Lambda raus? Wie kriegen wir die Wellenlänge raus? Genau, aus C durch F. So, und das C, wenn wir uns das jetzt nochmal ausrechnen, oder ich nenne das mal vielleicht C0, das hatten wir vorhin auch schon mal, das war dieses 1 durch Wurzel μ0 mal Epsilon 0. So. Und ich klicke mal erstmal auf Run oder ich mache das mal groß und führe mal diesen oberen Teil auf jeden Fall aus. Das untere wird ja nicht mehr so richtig funktionieren. So, markierten Quellcode ausführen. Jetzt können wir mal gucken. Also Z0 sind unsere 377 Ohm. Das passt. ZA, die Wellenimpedanz in Luft, ist jetzt was deutlich, deutlich Größeres als die 377, weil haben wir gesagt, wir sind in einem Nahfeld eines elektrischen Quelle, wir sind in einem, laut Aufgabenstellung hier, in einem Hochimpedanzfeld. Das sollte so funktionieren. So, dann, was wollte ich jetzt mir noch angucken? Ja, C und Lambda und so. C0 ist Lichtgeschwindigkeit, das passt. Lambda ist was ziemlich Großes. Ja, und R0 ist irgendwie auch was ziemlich Großes. Das R ist dem gegenüber irgendwie relativ klein. Wir sind im Nahfeld. Ne, das passt alles. So, und jetzt können wir mal gucken. Also die Schirmdämpfung, die uns jetzt hier ausgerechnet wird, ja, die steht jetzt oben. Ich habe auch, glaube ich, noch nicht drauf geguckt. So, jetzt können wir unsere Intuition fragen. Ja, oder wir können praktisch mal irgendwie hier so auch auf die Formeln schauen. Also sie haben jetzt viel kleinere Frequenz, viel, 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 viel größere Skintiefe. Also dementsprechend sollten wir praktisch überhaupt gar keine Absorption haben. Ja, weil unser Schirm viel, viel dünner ist jetzt als so eine Skintiefe. Aber wir haben hier jetzt ist die Frage, ob diese Formel hier oben noch gilt, wahrscheinlich nicht so richtig. Ne? Aber also wir haben auf jeden Fall eine viel kleinere Frequenz, sollte uns eigentlich bei der Reflexion helfen. Und jetzt können wir gucken, ob das auch so ist. Also das Gesamtschirmdämpfung, die jetzt hier ausgerechnet wird, ist 190 dB, ist nochmal deutlich besser geworden.
Ja, so, und jetzt kann man, jetzt können wir eben noch mal gucken. Also, wenn wir Reflexionsdämpfung ausrechnen, das war die Formel, das war die Näherung für Wellenimpedanz in Luft ist größer als der in Metall, dann hatten wir eine zugeschnittene Größengleichung fürs Fernfeld. Und jetzt kann man das nochmal machen für ein Hochimpedanzfeld. Wieder alles einsetzen, vereinfachen, vereinfachen. Kommt eine neue Formel raus, die sieht so aus. Ja. So, und die kopiere ich jetzt wieder. Also eigentlich die größte Schwierigkeit ist hier, sich nicht zu sehr verwirren zu lassen von den ganzen Formeln, sondern für jeden Fall immer hier irgendwie die richtige rauszupicken. Und deswegen ist es meines Erachtens ganz gut, hier einmal so alle Fälle durchzuspielen. So, dann kommt diese Formel raus. Und die sieht so ähnlich aus, also μ-relativ steht auch oben, kappa-relativ steht auch oben. Da steckt jetzt irgendwo dieser Abstand mit drin und da steckt nochmal die Frequenz in Megahertz mit drin, allerdings mit einer Potenz hoch 3. So, und jetzt nehme ich einfach wieder Octave. Das ist ein bisschen kleiner, dass ich das hier auf das gleiche Feld bekomme. Und also schreibt mal hier, das war A und B die richtige Formel. Wenn wir jetzt Aufgabenteil C rechnen, brauchen wir eine andere Formel, zumindest für die Reflexionsdämpfung. Das sind 142 minus 10 mal log 10. Naja, und dann kann ich hier so ein bisschen kopieren. Also μ-relativ haben wir immer noch. F-Frequenz in Megahertz haben wir hoch 3. Durch kappa-relativ haben wir auch immer noch. Aber wir brauchen noch den Abstand in Meter. Und ja, den habe ich einfach R genannt. Der ist schon in Meter. So, und dann sollte da das bei rauskommen. Genauso kann ich hier wieder... Ja, oder mal, vielleicht mache ich das irgendwie so. Also eigentlich hat sich jetzt nur diese Formel hier geändert. Ne? Also das war das für A und B. Und für C brauchen wir jetzt einmal die anderen. Die hier unten. So. Also rechnen wir mal jetzt hiermit weiter aus. Markierten Quellcode ausführen. So. Und dann kommen für die Reflexionsdämpfung kommen 216 raus, oder 216 dB. Diese Absorptionsdämpfung ist aber super klein, wie schon gerade vorher gesagt. Ne? Wir haben kaum Dämpfung, weil die Skintiefe so groß ist oder weil der Schirm so dünn ist gegenüber der Skintiefe. So, und weil jetzt... Na, und jetzt wird das an der Stelle eigentlich auch wieder fies und kompliziert, das von Hand auszurechnen. Also, weil diese Bedingung jetzt hier nicht mehr gilt, müssen wir jetzt eigentlich das M mit reinrechnen. Diesen Mehrfachreflexionsterm. Ja, weil, also Feld kommt durch und dann wird das hin und her und hin und her und hin und her. Und jedes Mal kommt aber außen wieder so ein bisschen was raus, so ein bisschen was raus. So, und die ursprüngliche Gleichung sah so aus, die haben wir jetzt ja im Prinzip schon ausgerechnet vorher implizit. Jetzt kann man sagen, wenn meine Wellenimpedanz in Luft viel größer ist als die in Metall, dann ist mein Reflexionsfaktor nahe 1, dann kann ich 1 mal 1 und so, dann kann ich das ja irgendwie rauskicken aus der Formel, wenn ich mir diesen Betrag da anschaue. Und ist das so, dass der gegen 1 geht, Luft gegen Metall? Ja, im Prinzip ja. So, und das heißt, genau, es geht ja um den RMA, nicht RAM. So, und das heißt, da bleibt diese Formel über. Die ist mit einem normalen Taschenrechner trotzdem fies auszurechnen, ja, weil ich hier wieder E hoch was Komplexes habe. Aber so ein, ja, wir müssen das jetzt zum Glück nicht mit dem Taschenrechner rechnen. Wir nehme jetzt das einfach in Octave rein. Ich kopiere das hier vielleicht nochmal an der Stelle und packe das mit als auf unsere Aufgabenblatt-Formelsammlung. So, also das R hier in dem Fall, ich kann ja gleich Zahlenwerten dran schreiben. Wir rechnen das erstmal kurz aus.
Und dann würde man feststellen, was ich vorher überlegt hätte, wo man die ganzen Fenster unterbringt, müsste man nicht ständig zwischen ihnen wechseln. Also 20 mal log 10 vom Betrag, nicht unwichtig, 1 minus e hoch, genau dieser minus 2 mal Gamma mal t Term. So, die Klammer zu, die Klammer zu, die Klammer zu müsste eigentlich passen. So, und dann führe ich das nochmal aus. Ja, und dann war unsere Reflexionsdämpfung 216, das M macht minus 30. Das macht uns das sozusagen um 30 dB kaputt. Ja, weil, also zurück zu der Skizze, hier kommt was an, hier wird relativ viel zurückreflektiert, ja, aber hier kommt trotzdem was durch und das wird jetzt hier drin kaum gedämpft. Also das, was hier durchkommt, kommt hier an. Dann kommt hier drüben auch was raus, ja, und dann geht das hier hin und zurück und hin und zurück und jedes Mal, also das hier drin gibt es praktisch keine Dämpfung. Das läuft hier hin und zurück und hin und zurück und jedes Mal kommt hier wieder so ein bisschen was raus, ein bisschen was raus, ein bisschen was raus und die summiere ich alle auf und das macht das eben, also das, was beim nächsten Mal rauskommt, ist nur unwesentlich kleiner als das, was hier beim vorherigen Mal rausgekommen ist. Und deshalb... Ja, weil dieser Reflexionsfaktor, haben wir ja gesagt, der ist praktisch nahe 1, aber 1 mal 1 ist eben trotzdem nahe 1. Und deshalb ist das hier nur unwesentlich kleiner, weil es keine Dämpfung gibt, als das, was wir vorher hatten, wenn ich diese ganzen Terme aufsummiere, passiert ja eben viel. So, also das waren 216, das war minus 30, schreibe ich mal auf. Also hier R sind 216 dB, hier kann ich ja gleich meinetwegen auch hinterschreiben, das sind minus 30 dB. So, wenn ich das jetzt, und das A war ganz klein, ne? Das A war nahezu 0 dB, was sich aus der Formel hier oben ergibt, weil die Frequenz eben so klein ist. So, und das heißt, wenn wir hier ein AS ausrechnen, 216 plus 0 minus 30 macht 186, rechne ich das jetzt richtig? Ja, 186 dB. Und das ist ja auch das, was uns unsere, also hier, das, die Näherungslösung, die muss ich jetzt nochmal neu ausrechnen, plus M. Ja, also was uns die exakte Formel ausgerechnet hat, waren 190, was uns die Näherungsformel ausgerechnet hat, sind 186. Passt im Grunde auch ganz gut. Um die, was sind schon 4 dB unter Freunden, um die wollen wir uns jetzt nicht streiten. Okay, dann können wir auf Aufgabenteil D noch schauen. Jetzt haben wir das gleiche, bloß wir haben Niederimpedanzfeld. Also wieder gleiche Frequenz, gleicher Abstand. So, was ändert sich jetzt, wenn wir ein Niederimpedanzfeld haben? Dann dreht sich die Formel hier um. Also das war die Formel, die wir hatten für Aufgabenteil C. Und jetzt drehe ich die Formel um, R durch R0. Dann ist das die für Aufgabenteil D, die da rauskommt. Und ich kann das ja erstmal bis zu dieser Stelle hin ausrechnen. Und wir können uns überlegen, was jetzt passieren sollte. Ja, also bevor ich auf Ausführung klicke, was sollte passieren? Na, die Feldwellenimpedanz kommt näher an die Impedanz des Leiters. Das heißt, genau. Der Reflexionsfaktor wird geringer. Genau. Die geringe Reflexion, Absorption ist auch gering. Genau, also wenn man jetzt auf die Formel guckt, das wird jetzt klein, das ist klein, was Kleines minus was Kleines, wird auf jeden Fall hier kleiner. Also wir haben viel, viel weniger Reflexion und die Reflexion ist ja das Einzige, was uns vorher irgendwie geholfen hat. Und tja,
Schirm ist super dünn, Absorption haben wir nicht. Also es wird jetzt richtig, richtig schlecht werden. Ne? Also wenn ich das jetzt ausführe, was wir hier haben. Oh, hier habe ich jetzt irgendwas kaputt gemacht. So, hier ist es wieder alles. Also ich führe das aus und das sollte jetzt richtig übel werden. Unsere Gesamtschirmdämpfung, die jetzt hier ausgerechnet wird, das AS sind nur noch 11,8 dB, 12 dB. Weil wir haben eben kaum noch Reflexion, wir haben auch keine Absorption und irgendwie einen wahrscheinlich relativ großen Korrekturfaktor für diese Mehrfachreflexion. Das ist nicht toll. Also hier kommen 11,8 dB raus. So, und jetzt können wir wieder gucken mit unseren Näherungsformeln. Und hier ist jetzt dieser schon am Anfang angesprochene kleine Tippfehler. Also wir haben jetzt hier für diese Reflexionsdämpfung, das war die Formel. Ja, wir hatten jetzt uns angeschaut, Sonderfall, Wellenimpedanz in Luft ist größer als die von Metall für Fernfeld, für Hochimpedanzfeld. Und hier oben ist jetzt der Tippfehler, müsste jetzt ein kleiner stehen, glaube ich, oder? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist das auch noch Sonderfall Niederimpedanzfeld, dass die dann trotzdem größer ist als im Metall. Jetzt müsste man sich mal irgendwie überlegen. Es könnte sein, dass das gar kein Tippfehler ist, sondern dass das immer noch so ist. Ist auch schon eine Weile dass ich das mal hier hergeleitet habe. Aber mal, wir fangen hier mit ZA Kappa D 4 Pi Wurzel an und genau das gleiche machen wir ja auch. Nee, dann ist das schon immer noch die gleiche Näherung. Nee, ist das kein Tippfehler, dann ist das schon so richtig. Also dann gehen wir hier davon aus, okay, wir haben jetzt ein Niederimpedanzfeld, aber das ist immer noch größer als die von Metall. Ja, so, setzen das wieder alles ein, kommt das hierbei raus. Das kopiere ich jetzt mal. Und wir gucken mal erstmal auf unsere Werte, ob das so ist. Aber ich kopiere es erstmal und füge das mal hier so ein. Also das wäre jetzt vermutlich die richtige Formel, die wir hierfür nutzen können, die aber unter der Bedingung gilt, dass das hier immer noch, dass die Wellenimpedanz im Metall immer noch ein bisschen größer ist als die in Luft. So, gucken wir mal, was haben wir hier ausgerechnet für Wellenimpedanz im Metall? Für Wellenimpedanz in Luft, ja. Also das sind 11 Milliohm und das andere sind irgendwelche Mikroohms. Also es gilt schon noch, ja, weil die Frequenz jetzt so klein ist. Also wir haben zwar Niederimpedanzfeld magnetisch, aber weil die Frequenz so klein ist, ist die Wellenimpedanz im Metall auch klein. Also Näherung gilt. So, das heißt, wir können jetzt diese Formel da nehmen. Jetzt schreibe ich wieder dran, das war die für C, die Formel. Jetzt kommt wieder eine neue Formel, nämlich die für Aufgabenteil D. Und die lautet also, R sind 74,5 wieder minus 10 mal log 10 von μ relativ von dem Aluminium. So, und jetzt wird aber geteilt durch die Frequenz in Megahertz. Ja, also jetzt ist eigentlich sozusagen kleinere Frequenz, größere Frequenz macht es besser, kleinere Frequenz macht es schlechter. Mal das Kappa-Relativ von dem Aluminium mal den Abstand zum Quadrat. So, und dann führen wir das mal aus. Und ich mache das mal, ich muss das mal ein bisschen größer machen, damit wir hier irgendwie den Zahlenwert noch sehen. So, also das, und das irgendwie hat das schon noch nicht funktioniert, weil ich einen Syntax-Error schon irgendwo habe. Achso, da fehlt eine Klammer. So, also jetzt haben wir eine Reflexion immerhin noch von 40 dB. Okay.
not too bad, aber es wird auf jeden Fall schon deutlich schlechter. Eine Absorption haben wir wie vorher keine. Und an diesem Mehrfachreflexionsterm hat sich prinzipiell auch nichts geändert. Aber tja, 39 minus 30 plus ein bisschen macht eben irgendwie 9, sollte da jetzt rauskommen. Ne? So, also ich das mal hinschreibe, das sind jetzt eben ungefähr 39 dB. An dem Rest hat sich nichts geändert, deswegen kommt jetzt hier eine Schirmdämpfung nur noch raus von ungefähr 10 dB. Und 10 dB ist eben, dann wirklich nicht sehr hilfreich, wirklich nicht sehr viel. Und also Take-Home-Message ist, Niederimpedanzfelder schirmen. Ciao, ciao. Bis später. Also, Take-Home-Message bei dieser Aufgabe, Niederimpedanzfelder schirmen, immer ganz schwierige Nummer. Ja, weil man hat keine Reflexion. Zumindest wenn ich jetzt auch so einen dünnen Schirm habe, habe ich keine Absorption und dann habe ich eben nichts da, was mir jetzt irgendwie großartig hilft. Ja, und die Reflexion ist noch ganz okay, aber dieser Mehrfachreflexionsterm, der macht das dann eben kaputt. So, und das heißt, also was haben wir jetzt für Optionen, um das irgendwie besser zu machen? Ja, jetzt können wir hier auf die Formeln schauen. Also was uns natürlich hilft, ist, wir machen den Schirm dicker. Das bringt uns Absorption, das hilft. Und wir können natürlich gucken, was uns bei der Absorption auch hilft, ist, wir packen da ein µ-relativ rein. Also wir können Schirm nehmen, bessere Leitfähigkeit, das hilft. Aber ich sag mal, Aluminium ist schon relativ gut, Kupfer, tja, macht ein bisschen eben ne, von 60% auf 100%. Das rettet uns auch nicht so wirklich den Hintern. Aber wenn wir jetzt hier Stahl nehmen, irgendwas Ferromagnetisches, dann hat das natürlich viel mehr Mühe relativ, als was wir durch das Kappa gewinnen können, dann hilft uns das. So, also gucken wir mal, wie groß ist das bei E, wenn wir jetzt Stahl nehmen. Der hat zwar weniger Leitfähigkeit, aber der hat eine höhere relative Permeabilität. Und das heißt, ich schreibe hier mal E hin. Da brauchen wir jetzt keine neuen Formeln, da ändern wir jetzt einfach Zahlenwerte in unserem Skript. So, also, das war für die Aufgabenteile A bis D der Fall. Jetzt nehmen wir eben, Kappa sollten, 9,7 waren das, ne? 9,7 E6, das ist das für E. 9,3 E6. So, und wir haben ein µ-relativ. Vielleicht war es doch unklug, das hier Aluminium zu nennen. War es? Ich mache mal suchen und ersetzen, damit ich das jetzt nicht in allen Formeln erinnern muss. Also ich mache aus dem µ-relativ von Aluminium µ-relativ einfach in allen Formeln und das µ-relativ hier, das war jetzt eben das für die Aufgabenteile A bis D und beim Aufgabenteil E setzen wir das µ-relativ jetzt eben auf die 300. So, und dann ja, hier unten das Kappa-Relativ von Aluminium ist jetzt natürlich auch nicht mehr das Kappa-Relativ von Aluminium. Das ändere ich jetzt mal auch in das. Aber ich meine, da ist das Skript jetzt im Prinzip transparent und sollte uns das ausrechnen. So, also klicken wir mal einfach auf Run. Es kommt zum Glück auch keine Fehlermeldung. Wo soll die auch herkommen? Ja, so und jetzt sieht man, boah, ja, also war so eine Idee, aber hilft uns auch nicht viel weiter, weil wird noch schlechter. Ja, also hier haben wir jetzt noch 5 dB, die irgendwie rauskommen. Also jetzt kann man gucken, ne, die Reflexion, also wir haben zwar viel mehr Absorption jetzt bekommen, aber die Reflexion ist noch schlechter geworden und diesen Mehrfachreflexionsterm haben wir immer noch. Und er macht uns sogar in der Näherung, dass jetzt die Schirmdämpfung negativ wird. Also unser Schirm in der Näherung verstärkt sogar das Feld, ne, was nicht physikalisch ist. Das ist jetzt einfach die ganzen
Rundungsfehler oder ne, Näherungsfehler, die summieren sich jetzt irgendwie auf und dann. So, also können wir hier mal sagen, hier kommt jetzt raus, Schirmdämpfung gesamt sind irgendwie 5 dB, das hilft uns jetzt nichts. Also nicht Aluminiumfolie zu nehmen, sondern Stahlfolie, um jetzt dieses Niederimpedanzfeld zu schirmen, hilft nicht. Also nächste Idee bei F, wir machen das jetzt dicker. Ja, so. Und jetzt ist mal die Frage, welche Dicke der Schirmwand muss gewählt werden, wenn wir mit den gleichen Feld- und Materialparametern wie in C und D, also hier mit Aluminium und mit Stahl, eine minimale Schirmdämpfung von 50 dB erreichen wollen. Und welches Schirmmaterial bevorzugen wir, wenn Gewicht ein Kriterium ist? Stahl hat eine höhere Dichte, dreimal höhere Dichte als Aluminium. Ja. So, und jetzt müssen wir uns eben überlegen. Also jetzt ist es so ein bisschen tricky. Wenn wir jetzt Aluminium haben, ich mache jetzt mal diese zwei Fälle. Also Aluminium, hatten wir hier geguckt, hatte 39 dB Reflexionsdämpfung. Ne, wenn wir 50 dB haben wollen, brauchen wir also noch Absorptionsdämpfung von 11 dB. Richtig? So, und wenn wir Stahl haben, Stahl hatte, können wir jetzt hier wieder gucken, hatte nur 9 dB Reflexionsdämpfung. Das kann ich hier mal noch hinterschreiben. Also R waren irgendwie 9 dB. Naja, dann brauchen wir irgendwie so 41 dB. Reflexionsdämpfung für den Stahl. So, und jetzt müssen wir im Prinzip die Formel hier oben nehmen und müssen die nach der Dicke umstellen. Nach der Dicke in Millimeter. Das mache ich jetzt mal hier irgendwie gleich in meinem Octave-Skript. Also für Aufgabenteil. Aufgabenteil F, Dicke von Aluminium in Millimeter ergibt sich eben also aus den 130,3 geteilt durch die Wurzel von der Frequenz in Megahertz mal das μ-Relativ, jetzt bräuchte ich irgendwie so ein μ-Relativ von Aluminium, ja, das setze ich jetzt einfach auf 1 mal händisch. Mal das Kappa-Relativ von Aluminium. Ich tippe jetzt hier händisch diese Zahlenwerte ein. Also das waren 35 durch 57. Ne? Die ganzen Zehnerpotenzen spare ich jetzt mir mal. Das war jetzt das für Aluminium. So, und ja. Ich bin mir unsicher, ob das richtig umgestellt ist. Ich will das haben. Ach so, und ich muss auch durch die 130 teilen, ja. Und ja, genau. Also ich muss auch durch die 130 teilen, das ist sehr gut. Und mir fehlt natürlich noch mein Wert. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter Punkt. So. Also hier habe ich 11 dB, die ich brauche. Hier habe ich 41 dB, die ich brauche. Ich muss die durch die 130 dB teilen und noch durch diese Wurzel teilen. So, und Stahl hatte jetzt eben 300 und Stahl hatte hier nur 9,3. So, und jetzt rechne ich das einfach mal aus. Und vielleicht mache ich mal hier jetzt die Zahlenwerte weg. Warum tippt das jetzt nicht mehr? Doch, jetzt tippt es mein Computer leckt, glaube ich, ein bisschen. Oder die Tastatur leckt. Ja, irgendwas leckt. So. Mache ich hier die Semikolons nochmal weg. So, also jetzt kommt da raus, für Aluminium bräuchte ich 1,7 mm Dicke und für Stahl bräuchte ich 0,7 mm Dicke. Purzelt jetzt irgendwie so aus den Formeln raus. Stahl hat ja viel, viel, viel mehr Mühe relativ. Klar nehme ich davon nur die Wurzel. Wurzel 300 ist 17 oder sowas. Ja, also Stahl ist sozusagen hier 17 mal besser.
Ich muss aber auch irgendwie nicht nur 11 dB erreichen, sondern 40 dB erreichen. Deswegen brauche ich dann am Ende irgendwie doch mehr Dicke und so, um das irgendwie hinzubekommen. So, also Ende vom Lied ist, okay, hier dicke Aluminium sind 1,7 mm. Ich vermute, dass das jetzt hinter meinem Kamerafensterchen ist. Dicke von Stahl sind 0,7 mm. So, wenn man jetzt sagt, Stahl ist aber dreimal so schwer wie Aluminium. Der Aluminiumschirm ist zwar dicker, aber nicht dreimal so dick. Das heißt, der Aluminiumschirm wäre besser. Ja, wäre leichter. Also würden wir jetzt hier das Aluminium bevorzugen. Das wäre jetzt hier die schickere Lösung. So, und wenn man jetzt das Gleiche nochmal, das geht jetzt ja relativ schnell, bei Aufgabenteil G macht, wir wollen jetzt mindestens 80 dB erreichen, ja, dann, an der Reflexionsdämpfung und so, hier erinnert sich ja nichts, also dann brauche ich jetzt hier nochmal 30 dB mehr, dann brauche ich 41 dB Absorptionsdämpfung für das Aluminium und für das Stahl brauche ich eben 71 dB Reflexionsdämpfung und das setze ich jetzt einfach in meine Formeln ein. Oder ja, vielleicht hätte ich hier eben schreiben sollen, das sind jetzt 50 minus die 39, die wir mal irgendwie vorher hatten. Ja, und also die 50 als 50 schreibe ich eben irgendwie hin, das soll jetzt A min sein. Oder A als Min oder sowas. Wie habe ich das genannt? Ja, eigentlich A Min. Ja, also hier sollen das jetzt 50 sein und hier hatten wir sozusagen einmal 50 minus 39 und 50 minus 9 oder A Min minus 9. Ich könnte verrückt werden. Ey, Alter, so, okay, ja, so. So, fantastisch. Dann kommen dann die gleichen Zahlenwerte raus wie vorher. Und wenn wir jetzt eben bei G sagen, okay, wir machen den gleichen Spaß nochmal. Also ich weiß nicht, woran das liegt. Mich wundert eigentlich, dass die Maus läuft ja über den gleichen Empfänger. Also ein Funkdelay kann das nicht sein. Es muss, glaube ich, wirklich was im Rechner sein. So. Also wenn wir es jetzt nochmal machen mit 80 dB, die wir eben insgesamt haben wollen, ja, dann braucht man bei dem Aluminium jetzt auf einmal 6 mm und bei dem Stahl in Anführungszeichen nur 1,2. Und das heißt, jetzt wäre die Lösung mit Stahl deutlich leichter am Ende, obwohl Stahl viel schwerer ist als Aluminium, aber ich bräuchte eben viel, viel, viel dickeren Schirm aus dem Aluminium. So, und ich meine, das ist so ein bisschen im Prinzip so die Take-Home-Message von dieser ganzen Aufgabe und eigentlich auch von dieser ganzen Shelkunov-Theorie und auch von diesen ganzen zugeschnittenen Größengleichungen, die wir jetzt hier haben, dass wenn ich in die ursprüngliche Gleichung reinschaue, ja, also die wir hier oben mal in das Skript geschrieben haben, hier diese lange, dann kann ich mit dieser langen Gleichung hier zwar wunderbar exakt ausrechnen, was hier passiert, aber die ist dann am Ende einfach nicht wahnsinnig praktikabel, um die jetzt umzustellen. Ja, wenn ich jetzt einen Schirm designen will, der die und die Parameter hat, dann komme ich mit der nicht so unendlich viel weiter. Und dann ist es einfach schlau, eben sich so diese Näherungsformeln zu basteln, wo direkt meine Material- und Schirmparameter drinstehen, weil ich die dann ja auch in die Richtung umstellen kann. Insbesondere zum Beispiel so in die Dicke oder was brauche ich für ein μ-Relativ oder so, um jetzt so eine gewissen Sachen zu machen. Und ich meine, das ist dann ja ein großer Vorteil A von dieser Shelkunov-Theorie und zweitens von diesen zugeschnittenen Größengleichungen, dass man nicht super exakt, aber ich meine, darauf kommt es am Ende auch gar nicht an, aber doch so näherungsweise sich eben schön überlegen kann, ja, von welchen Parametern hängt das dann ab, Schirmdämpfung und wie und was für Parameter muss ich jetzt wählen, um für bestimmte Bedingungen irgendwie so ein, aus ingenieurwissenschaftlicher Sicht, aus praktikabler Anwendungssicht so einen guten Fall zu erreichen.
Und ja, also die Antwort auf, wie baue ich jetzt so einen guten Schirm, ist dann wie immer, it depends. Ja, hängt eben akut davon ab, was für Parameter man will man eben haben jetzt an dieser und jenen Stelle.